Was geht ab, Freunde? Damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 19 Video. Und heute soll es um den Black Friday gehen und das ist auch nur eines von weiteren Videos. Denn ich habe viele, viele Dinge, die ich euch mitteilen muss. Aber wenn ich das alles in ein Video packen würde, dann wird das Video einfach eine Stunde lang gehen. Und deswegen wird es eben demnächst auch noch weitere Videos zum Black Friday geben. Falls ihr das eben sehen wollt, lasst den Daumen nach oben auf dieses Video da, Leute. Und im heutigen Video möchte ich mit euch über drei Themen reden, die allesamt indirekt oder direkt mit dem Black Friday zu tun haben. Das eine ist zum einen mal eben, dass wir die UCL-Karten verkaufen werden. Wieso wir das machen, das werde ich euch eben gleich noch genauer erklären. Des Weiteren werde ich euch zeigen, wie die Preisverläufe zum Black Friday wahrscheinlich sein werden und da werden wir eben schauen, können wir jetzt schon investieren, wann sollten wir unser Team verkaufen und so weiter, das werden wir auch ansprechen. Und zu guter Letzt möchte ich euch dann auch noch ein sehr, sehr sicheres Investment zeigen, welches ihr tätigen könnt. Okay, dann starten wir direkt mal rein mit den UCL-Karten und zwar soll man die jetzt unbedingt verkaufen und ich hoffe, ihr habt damals mit investiert oder was heißt damals? Ich glaube, ich habe vor 3-4 Tagen ein Video hochgeladen, wo ich gesagt habe, investiert in Falcao 86er UCL und in Brahimi 86er UCL. Und alle, die das gemacht haben, die haben jetzt absolut mehr Coins, denn ihr solltet diese Karten jetzt verkaufen. Ich würde es wirklich jetzt machen, auch wenn gerade der Falcao eben extinct ist. Es kann natürlich sein, dass die Price Range von ihm erhöht wird, aber ich würde es nicht riskieren und ich würde den einfach mal jetzt verkaufen, denn ihr nehmt da einen sehr, sehr schönen Gewinn mit. Ich werde euch gleich noch zeigen, für wie viel Coins wir die Karten eingekauft haben. Und hier bei Brahimi sehen wir auch, dass der unfassbar gut in die Höhe gegangen ist. Liegt im Moment bei ungefähr, mal schauen, was er genau kostet, bei ungefähr, schauen wir mal hier, 36, 34k. Ja, können wir für 34k loswerden und wir schauen jetzt direkt mal nach, für wie viel wir die Karten gekauft haben. So, und da haben wir die Spieler auch schon und hier seht ihr auch noch Pepe, Leute, den auf jeden Fall noch behalten, der ist schon ein bisschen hochgegangen und dann hier auf jeden Fall Brahimi. Haben wir für 23k geholt, können wir jetzt eben, wie wir gerade nachgeschaut haben, für 34k verkaufen und das ist doch schon mal ein sehr, sehr starker Gewinn. Ich meine, wir haben mit einem Spieler hier 10.000 Münzen gemacht. Ich hoffe wirklich, ihr habt damals mit investiert und hier Falcao ganz, ganz kranker Hase, also wirklich für 23,5k geholt und einfach mal für 45k können wir den jetzt loswerden. Das sind über 20.000 Münzen Gewinn. Natürlich EA-Gebühren sind hier ungefähr 2k, also ja, es sind ungefähr 20.000 Münzen Gewinn mit einer einzigen Karte. Coins ungefähr verdoppelt, also wirklich extrem schöner Gewinn, den wir hier einfahren. Den stelle ich einfach mal direkt drauf und im Verein habe ich auch nochmal zwei Stück. Und zwar hier eben nochmal einen Brahimi, den wir auch wieder hier so für 34k reinstellen werden und der wird sich natürlich verkaufen. Wir haben vorhin gesehen, der günstigste lag bei 34,5 und der hat sogar einen Chemistry-Style oben. Okay, das ist Hawk, das ist jetzt nicht so krass, deswegen ja, stelle ich ihn einfach so rein. Wir machen hier auch wieder 10.000 Münzen Gewinn und ich sage euch ja immer, Leute, stellt nicht zu viele eurer Investments auf die Transferliste, sondern packt immer auch welche in den Verein und hier haben wir sogar einen Falcao als ZM, aber den werden wir einfach trotzdem so reinstellen und ja, es ist immer so, wie gesagt, ich würde immer bei Investments eben den Spieler in den Verein packen einmal und eventuell dann noch einmal auf die Transferliste, aber vielleicht nicht ganz so häufig. Bei Pepe, den habe ich mir öfter geholt, den habe ich wirklich sehr oft auf der Transferliste, weil ich mir bei ihm eigentlich ziemlich sicher bin, dass er noch steigen wird. Aber wenn ihr euch nicht ganz sicher seid oder wenn ihr einfach auch eure Transferliste nicht zumüllen wollt, denn die Transferliste ist, wie gesagt, wie ich das schon oft gesagt habe, das wertvollste Gut in FIFA. Wenn ihr das eben zumüllt, wenn ihr hier keine Spieler reinstellen könnt, werdet ihr auch keine Gewinne einfahren. Deswegen ist beim Trading immer ganz wichtig, wenn ihr Investments macht, dann eventuell vielleicht mehrere Investments aufteilen auf verschiedene Spieler, dass ihr so viele Spieler wie möglich in den Verein packen könnt. Oder ihr packt eben den Spieler einmal in den Verein und dann eben noch einmal auf die Transferliste und hier Falcao ist er schon direkt weg, zweimal, perfekt und somit haben wir sehr starken Gewinn gemacht. Okay Leute, jetzt kommen wir zu einer Frage, die wahrscheinlich die meisten interessiert und zwar, wann sollt ihr euer Team verkaufen oder sollt ihr es überhaupt verkaufen? Und zur Beantwortung dieser Frage schauen wir uns hier mal einen Graphen an. Ja, das ist der Graph von Griezmann aus FIFA 18, ja, die ganz normale Goldkarte und da interessiert uns natürlich der Zeitraum vom Black Friday. Nur zu eurer Info, der Black Friday kam letztes Jahr am 23. November genau raus, dieses Jahr wird er am 24.11. erscheinen. Ja, und der Cyber Monday kommt dann natürlich auch danach noch. Das ist aber nicht ganz so wichtig. Es geht hauptsächlich um den Black Friday. Und wir sehen hier eben, ja, der kostet am Anfang hier so, am Anfang von FIFA 18 dann eben so, ja, 350k ungefähr. Und dann sehen wir hier, dass der immer und immer und immer und immer weiter sinkt, ja. Wir haben jetzt, wo ich das Video gerade aufnehme, den 5.11. Das wäre dann ungefähr so, ja, ein Tag vorher, weil ja eben der Black Friday auch ein Tag vorher war. Das wäre dann so ungefähr der 4.11. Ja, da kostet er 290k. So, und dann kommen die ganzen Leute, die ganzen YouTuber, die ganzen Videos erscheinen und so und alle machen sich Stress wegen Black Friday. So, jetzt wird der Griezmann ganz oft auf den Markt gestellt, weil sich alle denken, oh, ich muss ja mein Team verkaufen, ich muss mein Team verkaufen, Black Friday kommt. Ja, und dann verkaufen die den eben und dann sinkt er. Ihr seht hier, der sinkt. Der sinkt um 50k, das ist schon eine gute Summe, würde ich mal sagen.
Und ja, dann sehen wir eben hier, dass der am 12.11., ja, zu meinem Geburtstag, 240.000 Münzen kostet. Also er ist hier gesunken, ja, er ist hier gesunken von Anfang November bis eben Mitte November ist er gesunken. Das ist ganz wichtig und deswegen heißt es für euch, ihr könnt theoretisch eure Spieler jetzt noch verkaufen. Es könnte Sinn machen und ihr kauft sie dann aber wirklich in dem Zeitraum wieder und nicht erst zum Black Friday. Denn wir sehen hier, zum Black Friday am 23.11., ne, denkt man so, ja, jetzt müssten die Spieler ja fallen, weil ja ganz viele Packs gezogen werden und ganz viele Spieler auf den Markt kommen. Das ist aber überhaupt nicht der Fall, weil ganz viele Leute darauf spekulieren, dass das eben so ist. Und deswegen ist das an dem Tag dann eben so, dass ab diesem Tag die Spieler steigen. Und ihr seht hier, die Spieler steigen. Grismont steigt. Kostet dann so Anfang Dezember, da solltet ihr eure Spieler übrigens dann auch verkaufen, falls ihr in diesem Zeitraum welche einkauft. Solltet ihr diese Spieler zu diesem Zeitpunkt eben dann verkaufen. Ja, Anfang Dezember kostet er wieder 280k. Ja, zum aktuellen Zeitpunkt, also sozusagen heute, vor einem Jahr, hat er 290 gekostet, nach dem Black Friday 280. Da ist nicht so viel passiert, Leute. Und das ist eben auch das Entscheidende. Und genau aus diesem Grund werde ich mein Team wahrscheinlich nicht mehr verkaufen. Ich hätte es verkaufen können. Ich hätte es verkaufen können und zwar ganz am Anfang vom November oder vielleicht sogar noch im Oktober. Aber ich denke mal, wir alle wollen Weekend League spielen und ich eben wollte auch ein bisschen Division Rivals und so spielen. Deswegen habe ich mein Team nicht verkauft. Das ist der Grund, warum ich mein Team nicht verkauft habe. Und Leute, ihr seht jetzt eben hier, nach dem Black Friday steigen die Preise für einen gewissen Zeitraum. Bis zum 9., 7., 8., 9. Dezember steigen die Preise. Danach fallen sie aber wieder. Das ist ganz wichtig, Leute. Danach fallen sie. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, ich würde sagen, vom 10. November ungefähr weg, vom 10. bis zum 24. November, weil der 24. ja dieses Jahr der Black Friday ist, in diesem Zeitraum könnt ihr in Spieler investieren. Das könnt ihr machen in gute Informs, einfach in ganz normale Spieler, wie zum Beispiel eben ein Grismont. In so einen Grismont könnt ihr dieses Jahr investieren, vom 10. bis zum 24. November. Wenn das Ganze natürlich so verläuft wie letztes Jahr, ganz sicher kann man es nie wissen, aber auf jeden Fall ist es eben so. Leute, überlegt mal, schaut mal, jetzt verkaufen gerade alle Leute ihre Sachen, ja, jeder denkt sich so, boah, ich muss ja mein Team noch verkaufen, Black Friday kommt ja, da sinken die Preise ja so extrem, so. Jeder verkauft jetzt gerade oder jetzt bis zum Black Friday eben die Spieler. Was wird passieren? Die Spieler sinken. Warum sinken sie? Ganz viele Spieler werden auf den Markt gestellt, aber die Nachfrage ist genau gleich groß. Das heißt, der Preis fällt. Der Preis fällt und dann zum Black Friday denken sich alle, ah, jetzt sind die Spieler ja ganz günstig, jetzt ist ja dieser Market Crash, von dem alle Leute reden und genau an diesem Black Friday oder auch die Tage danach werden die Spieler wieder gekauft, weil die Leute brauchen die Spieler ja, die Leute wollen Weekend League spielen und die Leute brauchen diese Spieler. Und das heißt eben dann, dass ganz viele Spieler eingekauft werden. Das heißt, die Nachfrage ist extrem hoch, wirklich extrem hoch, weil ja alle ihre Sachen verkauft haben und alle wieder neu einkaufen müssen, aber das Angebot, das ist nicht so hoch wie die Nachfrage und deswegen steigt der Preis wieder, genauso wie wir es in dem Graphen gerade gesehen haben. Die Graphen sind nicht bei jedem Spieler genau gleich, aber sie sind bei jedem Spieler sehr, sehr ähnlich. Das ist wichtig für euch, Leute. Deswegen zeige ich euch jetzt hier nochmal den Eriksen. Das ist auch ungefähr ähnlich. Hier bis zum 23. fällt er und dann plötzlich steigt er. Hier steigt er. Er ist um 40k gestiegen hier. Das ist schon krass. Und da müsst ihr die Spieler dann verkaufen, falls ihr eben bis zum 24. investiert. Also ich würde euch raten, ungefähr vom 10. bis zum 24. November zu investieren in High-Rated Spieler oder einfach in gute Spieler, in gute, teure Spieler und da könnt ihr investieren und die dann eben aber wirklich Anfang Dezember, ich würde euch einfach sagen 1. Dezember, bam, weg damit. Verkauft diese Spieler dann oder zum Beispiel hier Leon Goretzka ist ein Inform, 85er Rating, ja, ist hier auch, bei dem ist es ein bisschen anders, weil der halt hier erst rausgekommen ist, aber auf jeden Fall, ja, auch hier bis zum 23. ist er wieder schon ein bisschen gestiegen sogar, also er ist nicht hier runtergefallen, sondern er ist sogar ein bisschen gestiegen, aber auch hätten wir hier investiert, hätten wir hier Gewinn gemacht. Der ist krass in die Höhe gegangen und ja, das ist eben noch das mit den Investments. Da solltet ihr auf jeden Fall investieren, Leute. Wie gesagt, man kann nie zu 100% wissen, ob es wirklich so verläuft, aber es macht Sinn. Das, was ich euch gerade erklärt habe, macht Sinn und deswegen würde ich euch raten, 10. bis 24.11. könnt ihr investieren, müsst ihr nicht. Ich werde es auch nur vielleicht machen, weil es mir vielleicht doch zu riskant ist und ich lieber meine Coins einfach behalte und lieber nur mal sicher gehe, aber wahrscheinlich werde ich eben auch investieren und ich werde euch da eventuell auch zeigen, in welche Spieler genau ihr investieren könnt, aber allgemein geht es einfach darum, investiert in normale Spieler, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, eben einen Hazard oder, keine Ahnung, einen Neymar oder irgendwie solche Spieler, die halt einfach gebraucht werden, die in der Weekend League gespielt werden, zum Beispiel ein Aubameyang oder so. Ja, kommt drauf an, ob der jetzt einen Player of the Month bekommt oder nicht, das ist immer unterschiedlich, dann müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen, aber bei Spielern, die eben gut sind und einfach in der Weekend League gebraucht werden, diese Spieler vom 10. bis zum 24. würde ich die kaufen und dann eben
ungefähr am 1. Dezember verkaufen. Okay, ich hoffe wirklich, ich habe das jetzt halbwegs verständlich erklärt und ich hoffe, dass du jetzt einfach weißt, was zu tun ist. Ja, und jetzt kommen wir eben noch zum dritten Thema und dabei geht es um die SBCs. Zu den SBCs wird aber wahrscheinlich ein genaueres Video kommen, denn zum Black Friday kommen Flash-SBCs. Welche da rauskommen, welche wichtig sind, das werden wir vielleicht noch in einem weiteren Video eben weiter ansprechen. Aber ich möchte euch grundsätzlich sagen, Leute, investiert jetzt noch in 83er. Unbedingt in 83er. 84er ist etwas kritisch, ich zeige euch das Ganze hier mal. Und zwar die 83er kosten gerade sowas von spottwenig. Es ist so unfassbar, wie wenig diese Spieler kosten. 83er kosten unter 1000 Coins. Hier, ganz viele. Holt euch diese Spieler. Nehmt die mit, packt euch von jedem Spieler einen in den Verein und ihr werdet Gewinn machen. Das kann ich euch so gut wie versichern. Zu 99% macht ihr hiermit Gewinn. Und ja, bei den 84ern ist es etwas anders. Die 84er sind schon etwas in die Höhe gegangen. Es gab 84er vor ein paar Wochen, die haben 1,4k, 1,5k gekostet. Beispielsweise ein Chesney, ein Perrin, die haben beide 2k weniger gekostet. Und bei diesen Spielern ist es eben der Fall, dass die jetzt gerade etwas teurer sind. Deswegen müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Ihr könnt die Spieler aber trotzdem holen. Ihr könnt sie trotzdem holen, teilweise aber auch nicht. Es ist ein bisschen schwierig. Ich würde euch raten, die ersten 4 Spieler, die ihr hier seht, Schmeichel, Radetzky, Lopez und Rofier, die könnt ihr euch mitnehmen. Alle anderen, die ihr jetzt im Verein habt, könnt ihr entweder auf Nummer safe jetzt verkaufen, wie ich das auch teilweise gemacht habe. Zum Beispiel meinen Schmeichel habe ich hier verkauft, etwas überteuert auch. Aber ja, die könnt ihr entweder auf Nummer safe jetzt verkaufen, dann werdet ihr sicher Gewinn machen, wenn ihr damals mit mir mit investiert habt. Oder ihr geht ein bisschen Risiko und verkauft die Spieler eben noch nicht, sondern wartet noch und wartet auf 83er SBCs. Denn logischerweise werden bei den 83er SBCs auch 84er oft verwendet, weil du dann natürlich einen 84er reinpacken kannst und für den 84er, weil du eben den 84er drin hast, dann vielleicht zwei 82er nur. Und dann brauchst du nicht irgendwie drei 83er kaufen, sondern kannst ein bisschen runtergehen vom Rating. Das Rating ist sowieso bei den SBCs immer ein bisschen unterschiedlich. Also es ist nicht so, wenn du genau 11 83er drin hast, hast du ein 83er Rating. Das ist ein bisschen anders. Aber es geht einfach grundsätzlich darum, dass die 84er da gebraucht werden. Die 83er SBCs werden zu 99% zum Black Friday kommen. Einmal 83er SBCs, wo du einen Team of the Week untradable bekommst oder 83er SBCs, wo du auch zwei Informs einsetzen musst und dann einen Team of the Week tradable bekommst. Aber grundsätzlich geht es darum, diese SBCs werden sicherlich oft gemacht und deswegen werden sicherlich diese 84er auch nochmal in die Höhe gehen. Letztes Jahr waren die 84er wirklich zum Top-Zeitpunkt bei 5 bis 6k. Das heißt, wenn ihr euch jetzt einen für 2,5 mitnehmt, ist das keine Fehlentscheidung. Aber ich werde jetzt trotzdem teilweise hier meine 84er verkaufen, weil ich die einfach sehr günstig geholt habe. Ich kann es euch hier mal zeigen. Chesney, okay, ich habe ihn geholt für 2,4. Aber das lag auch daran, dass ich den sehr, sehr früh geholt habe. Aber ich konnte den auch mal für 1,4 mitnehmen und habe den auf die Transferliste öfter mal gepackt. Das habt ihr alles gesehen, wenn ihr beim Live-Trading eben dabei wart, bei den Livestreams. Ja, und deswegen werde ich meine 84er jetzt verkaufen. Meine 83er werde ich aber noch behalten. Ich lösche hier mal alles von der Transferliste und dann werden wir die 84er so teilweise eben verkaufen, teilweise eben auch nicht. Wie gesagt, diese Spieler wie Schmeichel, Radetzky, Lopez und Rofier würde ich nicht verkaufen. Die würde ich noch behalten, beziehungsweise die könnt ihr euch jetzt auch noch einkaufen. So, hier haben wir zum Beispiel Perrin, der kostet laut Footbin 3,5k, wir können es hier auch nochmal nachschauen, der kostet im Moment ja Minimum 3,5, ja 3,5 ungefähr, kommt hin und das sind 1k Gewinn. Das ist schon ziemlich stark mit einem Spieler 1k Gewinn und das könnten wir jetzt eben mit allen machen, werden wir auch noch machen, denn wir haben hier eben noch, ja wir haben gar nicht mal so viele, deswegen machen wir das jetzt auch direkt hier live und zwar haben wir jetzt eben 3,6, hier für Chesney kostet der laut Footbin gerade 3,6, können wir reinstellen, dann haben wir Rouvier, den behalten wir noch, das habe ich euch ja gesagt. Und den habe ich zum Beispiel für 2,2 geholt. Den konnte man auch viel günstiger holen. Ich habe die Spieler teilweise teuer geholt. Hier zum Beispiel wegen dem Play of the Month mal. Und ja, bei Rufier habe ich auch ein bisschen zu früh investiert. Aber an sich kostet der jetzt auch nicht mehr 2,2, sondern halt 2,8. Und das ist ja auch nicht schlecht. Oder 2,7 kostet er. Und dann hier Lopez behalte ich eben auch noch, wie angesprochen. Lopez habe ich geholt für 2,200. Habe ich auch sehr, sehr früh geholt. Ja, und dann haben wir hier noch einen DeFrey. Was kostet der gerade? Ja, den habe ich für 1,9 geholt. Das ist halt wirklich spottgünstig. Können wir locker so für 4k reinstellen. Das sind einfach mal 2k Gewinn mit einem einzigen Spieler. Und dann haben wir hier noch Quaresma und Leno. Leno ist natürlich auch jetzt gerade auch ein bisschen mehr wert wegen der Aubameyang SBC, die eventuell kommen könnte.
Seite. Und hier Quaresma auch so für 4,2 oder so sind auch nochmal 2k Gewinne. Ist auch nochmal so, dass wir hier die Coins verdoppelt haben. Und Leno ist wirklich sehr viel wert, auch gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und zwar kostet der gerade ungefähr 4,8k. Also das ist auch wirklich sehr stark. Das ist ungefähr das 2,5-fache von dem, für wie viel Coins wir ihn eben gekauft haben. Und hier die ganzen 83er behalte ich noch. Leute, holt euch wirklich ganz viele 83er. Das ist wirklich eine Empfehlung, die Sinn machen wird. Holt euch 83er. Ihr seht hier, ich habe die alle ganz günstig geholt. Schon vor ein paar Wochen einfach mal geholt für 1000 Coins. Und die sind immer noch nicht gestiegen, aber sie werden steigen. Und jetzt haben alle schon Panik und denken sich, oh, meine 83er, die steigen ja gar nicht. Die steigen ja überhaupt nicht. Ich muss sie verkaufen, bevor sie noch weiter fallen. Aber noch weiter können sie fast gar nicht fallen. Ich meine, das sind alles Rare-Karten. Können ja alle für 700 abstoßen im Notfall. Und da könnt ihr auf jeden Fall noch investieren. Patricio zum Beispiel habe ich mir auch mal sehr teuer geholt, leider eben wegen einer SPC, wo ich gedacht habe, dass sie eben kommt, beziehungsweise ja, das ist ein bisschen schwer zu erklären, auf jeden Fall ist er dann nicht gestiegen, aber das passiert eben beim Trading. Aber hier die 83er Leute, nehmt euch die mit, die kosten 800, 900 Coins, ihr alle, nehmt euch diese Spieler mit. Ihr seht hier, mein Verein ist eh ziemlich voll schon mit 83ern. Ich habe noch nicht alle, ich werde mir noch ein paar holen. Und 82er könnt ihr euch auch holen, weil die werden auch für die 83er SBCs gebraucht. Also günstige 82er und 83er jetzt mitnehmen. Damit werdet ihr Gewinn machen. Und damit bin ich eigentlich auch schon wieder raus, Leute. Das war's mit dem Trading-Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe auch, dass es dir weiterhilft. Falls du noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib die auf jeden Fall in die Kommentare rein. Ganz wichtig eben, wie gesagt, ich würde investieren. Und zwar vom, ja wie gesagt, vom 10. bis zum 24.11. ungefähr. Und danach dann die Spieler so ungefähr am 1. Dezember wieder verkaufen. Verkauft eure UCL-Karten jetzt noch, investiert in 83er, 82er. Und damit bin ich raus, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Vergesst nicht, habt immer High Hopes, auch wenn es mal nicht so läuft. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.